Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mampfen und Bewerten. Heute mit einer Maggi 5 Minuten Terrine. Hühnernudeltopf. Und in meinem Fall habe ich sogar 25% gratis bekommen. Das heißt also ungefähr, die normale Terrine geht nur bis hier. Ne? Also lasst euch bitte jetzt nicht blenden. So, hier vorne schönes Produkt abgebildet. Wir gucken gleich, ob das wirklich so aussieht. Ne? Und ganz einfach zubereitet. Heißes Wasser, einen Löffel und reinkippen und dann sofort gründlich umrühren und 5 Minuten chillen lassen. Das hört sich ja super einfach an und mal gucken, ob das Ding auch gut schmeckt. Es raschelt schon schön. So, jetzt ist natürlich mein Wasser wieder kalt geworden. Wie ihr hier seht, habe ich nur ein bisschen Wasser verwendet, damit das schnell wieder heiß wird. Den Rest habe ich in so eine Bottich gemacht, damit das schnell wieder kocht. Ne, wichtig wäre, damit ihr nicht so eine hohe Energieverbrauch habt, nicht den vollen Wasserbehälter anschwabbeln, sondern hier nur so viel, wie ihr braucht. Das ist nachhaltiger, okay? So, das heißt, wir ziehen jetzt hier oben mal den Deckel ab und wir müssen gar nichts machen. Wir müssen nur das Wasser da reinfüllen. Und zwar bis zu dieser Linie da. Da sieht man sie am besten. Also, rein mit dem Wasser. Hat gerade gekocht. Frisch in die 5 Minuten Terrine damit. Und der Name sagt es schon, jetzt müssen wir die 5-Minuten-Terrine 5 Minuten lang stehen lassen. So, wie ihr seht, blubbert das schon auch schön da drin. Warum blubbert das? Die ganzen Ingredients da drin sind schockgefrostet und vorher natürlich auch dem Wasser entzogen worden. Dadurch spart man Volumen und Gewicht. Na, also die Masse des Wassers wurde extrahiert. Dadurch habt ihr weniger Volumen, weil es ja auch zusammenschrumpft da drin und super reinpasst. Und wenn man Wasser hinzugibt, dann öffnen sich die Poren sozusagen wieder, weil die Sachen da drin einen Wassermangel haben. Und durch den Wassermangel kommt das Wasser dazu und saugt sich dann in die besagten Ingredients rein und gibt mehr Volumen rein. Die Masse steigt dadurch natürlich auch, weil wir ja die Masse des Wassers in die Nudeln da hineingeben. Wir werden auch gleich sehen, oder sehen jetzt schon, seht ihr, das ist ein bisschen unter den Strich gegangen. Ganz normal. Und jetzt lassen wir es 5 Minuten einfach chillen, müssen natürlich auch noch schön umrühren vorher. Und hier seht ihr, da kommen schon so ein paar Zutaten nach oben. Das heißt also, unten auf dem Boden haben sich dann die Zutaten gesammelt. Und was sehen wir hier? Wir sehen, ich denke mal, das ist Sellerie, wir sehen Karotten, wir sehen etwas Weißes, das könnte auch noch irgendwas Leckeres sein. Und jetzt habe ich schön umgerührt, wie ihr seht, und jetzt können wir es stehen lassen. So, wir haben jetzt natürlich keine Hühnchenteile gesehen, aber meine Güte, da wird schon hoffentlich der Geschmack wenigstens drin sein. Wir sollten da uns jetzt gleich überraschen lassen. Also in 5 Minuten können wir verspeisen. Kommen wir nun zur Verschmakulierung der Maggi 5 Minuten Terrine. Hühner-Nudeltopf. Hier seht ihr, da ist voll. Ja, hoffentlich schaffe ich das. Ist ja ein ganz schön großes, 25% größeres, properes 5 Minuten Terrinchen. Wichtig war, einen Löffel brauchen wir. Das ist auch der Vorteil von diesen Terrinen. Ihr braucht nur einen Löffel. Das ist super. Ihr braucht kein Behältnis, wo es drin warm macht. Ihr braucht nur einen Löffel und einen Wasserkocher. Was sagt denn Maggi dazu? Als Snack für zwischendurch, in der kurzen Mittagspause im Büro oder als kleine Mahlzeit am Abend, gemütlich auf der Couch. Der Maggi 5 Minuten Terrine Hühnernudeltopf sorgt mit seinem würzigen Geschmack von Huhn, Gemüse und Petersilie für eine geschmacksvolle Auszeit, wann immer man möchte. Einfach kochendes Wasser bis zur Fülllinie in den Becher füllen und nach 5 Minuten lecker loslöffeln. Maggi 5 Minuten Terrinen, Hühnernudeltopf, leckere, schnelle Suppe für die Pause. Ja, mit Hühnchen und Nudeln sind nicht nur lecker, sondern auch schnell servierfertig. Das ist der Hühnernudeltopf, ist perfekt für alle, die eine schnelle und bequeme Zubereitung schätzen. Denn manchmal muss es im Büroalltag zwischen zwei Terminen einfach schnell gehen. Mit einem würzigen Hühnereintopf, der nach Huhn und Gemüse schmeckt, wird die Mittagspause zur leckeren kleinen Auszeit.
Ja, das stimmt. Es ist okay. Es schmeckt gut. Die kleinen, da sind so kleine weiße Bereiche, also kleine Würfel. Das ist sogar echtes Huhn. Wenn man nämlich da drauf beißt, schmeckt man voll den Huhn-Flavor raus. Die Nudeln sind super durch. Also man kann jetzt qualitativ nicht meckern. Nur geschmacklich finde ich es jetzt nicht der Überflieger, dass es der ist. Ich habe nach der Verzehrung so einen leichten Pelzchengeschmack auf der Zunge gehabt. Ich denke mal, das liegt an dem hohen Fettanteil, der da drin sein wird. Weil wir haben hier pro verzehrfertige Portion 155 Kilokalorien. Das sind 3 Gramm Fett, 1,2 Gramm davon gesättigte, 23,5 Gramm Kohlenhydrate, 1,3 Gramm davon Zucker, 1,8 Gramm Ballaststoffe und 7,7 Gramm Eiweiß und 2 Gramm Salz. Das heißt also, wir haben hier eine leckere Terrine, die man wirklich nicht verschmähen sollte. Aber ich gebe einen Punkt Abzug, weil es einfach aus Plastik die Verpackung ist. Das kann man eventuell anders lösen. Plastik ist nicht so der erste Stoff heutzutage. Das sollte man sich vielleicht mal überlegen. Einen weiteren Punkt ziehe ich halt ab wegen dieser besagten leichten Pelzchenstimmung. Und der dritte Punkt, den ziehe ich ab, weil es mir einfach jetzt nicht so richtig toll schmeckt. Also eine 7 von 10 Punkten für diese Maggi 5-Minuten-Terrine. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Soon, soon.